So, Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Witcher 3 Hearts of Stone, das Next-Gen-Update Let's Play. Wie so ziemlich den Großteil der Geschichte mal wieder in der wunderschönen Innenstadt von Ochsenfurt. Und in der letzten Folge haben wir erfolgreich die dritte Aufgabe von Olgierd von Everreck abgeschlossen, nämlich die Rose seiner verstorbenen Frau bekommen. Ja, und tatsächlich sind wir jetzt schon ziemlich am Ende, was die Hauptquest angeht oder die Hauptgeschichte von Hearts of Stone. Triff dich mit Olgierd beim Tempel von Lilvani. Das ist tatsächlich der Beginn der letzten Quest. Optional kann man noch mit Shani sprechen, das sollten wir auch tun. Und das kann ich euch auch nur empfehlen. Macht immer diese optionalen Sachen hier, auch wenn sie manchmal nicht so wichtig erscheinen. Sie bringen euch meistens nochmal Informationen, die ihr benötigt. Da es aber jetzt schon echt ziemlich zügig ging, die letzten Folgen, möchte ich noch ein paar Nebensächlichkeiten erledigen. Und eine etwas, ja, unschöne, die wir, glaube ich, seit der zweiten Folge mit uns rumschleppen, ist diese kleine Schatzsuche. Sie ist gar nicht so spannend. Sie ist nur ein bisschen ungut gelegen. Und bei der Gelegenheit mache ich ja auch einfach mal ein paar Fragezeichen mit. Und wir haben noch die ganz kleine Nebenquest, ein leerer Stall. Ach stimmt, ich muss ja erstmal zu einem Wegweiser. Ich schlauer. Und ein leerer Stall ist auch eine ziemlich schnell, ja, vorübergehende Quest. Die ist jetzt nicht so brachial. Ah, perfekt. Die ist ziemlich schnell abgehakt, wie gesagt, aber auch ziemlich lustig. Und wie gesagt, wir machen das genauso wie im Hauptspiel. Bevor wir die Hauptquests abschließen, machen wir erst nochmal alles nebenbei. Und zuvor würde ich gerne nochmal zum Herr Runenschmied bzw. zum Händler. Aber ich glaube, ich bin überladen seit, ja, ich meine, in dem Haus der von Everreck haben wir jetzt auch viel Gerümpel mitgenommen und Halleluja, was war das bitte für ein Bossfight in der letzten Folge gegen die Schattenexistenzen von Olgierd von Everreck? Und ja, ich weiß, dieser Boss ist tendenziell nicht der schwierigste, wenn man das strategisch macht. Und wie gesagt, im Normalfall, so wird es auch empfohlen in den Guides, sucht man sich immer nur einen raus, lässt die anderen versteinert, zieht sich in den hinteren Teil des Raums und macht dann einen nach dem anderen. Aber es gibt nur mal ein Achievement, das man alle aktiviert und sie dann erst besiegt. Und dieses Achievement, by the way, habe ich auch bekommen. Leider wird das hier im Game nicht eingeblendet. Also es kommt dann auch, manchmal kommt ein Pop-up, manchmal nicht. Darf ich mal sehen? Aber ich habe es bekommen, also das war wirklich die Mühe wert, wenn man so möchte. Und er hat auch natürlich das Zeug hier. Okay. Nun gut. Lasst uns mal nach Preis sortieren. Natürlich, unsere Sachen kriegt er nicht. Das kriegt er auch nicht. Das kriegt er aber. Ah, die. Diese ganzen Neumond-Sachen lasse ich mal. Beziehungsweise hier das Ding auch. Das ist ja noch von der Bauernhochzeit. Wir sollten es mal nach Gewicht machen. Besser, glaube ich. Aha. Das Ding ist auch absolut legendär. Spaten des Oh! Aua! Fehler! Oh nein! Bin ich doof? Pass auf dich auf. Zu schnell geklickt. Okay. Spieladen, bitte hab irgendwo gespeichert. Ja, ist so ganz gut. Oh Mann, was bin ich denn für ein Esel? Macht das niemals. Und wenn euch sowas passiert, das kann ja mal passieren. Aber kauft das nie zurück. Es ist einfach lächerlich, die verkaufen es euch fürs Doppelte von dem Preis, für den ihr es verkauft habt. Das ist bei ziemlich allen Items so. Also macht da niemals den Fehler, lieber nochmal neu laden und so. Oh Mann, bin ich ein Esel. Okay, damit haben wir eigentlich alles Wesentliche jetzt auch abgehakt. Das waren auch die schwierigsten Bosse. Die letzte Quest hat echt drei knackige Bosse. Der Pedel, dann der Geist von Iris und dann das Allerschlimmste, was das Spiel zu bieten hat. Olgierd von Everreck Schattenexistenzen. Dinger sind echt, boah, bös. Okay. Gut. Rest behalten wir erstmal. Haben wir hier noch irgendwas? Ah, da
Letzte, was hast du denn da? Brauchen wir nicht. Das war auch so schwer. Gut. Pass auf dich auf. Geh und der Ruhm der Welt sei mit dir. Ihre unendliche Schöpfung sei gelobt. Lebe wohl. Und nun zum Runenschmied. Hier werden wir uns nicht so viel leisten können. Die nie endende Schöpfung der Welt sei gepriesen. Wahrscheinlich. Ich würde... Okay. Was können wir hier noch machen? Also, an meine ophirische Rüstung hätte ich gern was, gell? Aber... Große Gwen-Glyphe. Also, was waren das? Eine, das war super stark. Das hätte ich schon gerne gegen die Bosse gehabt. So, gewährt eine Chance von 30%, einen Teil des erlittenen Schadens auf den Angreifer zu reflektieren. Genau das. Gut, ist ein... Also jeder dritte Schlag, den man kassiert, dann... Das ist schon ziemlich stark. Axi machen wir selten. Ja, ist auch gut. Eruption. Gegner, die mit Igni in Brand gesetzt wurden, explodieren beim Sterben und entflammen gegen. Das ist halt auch krank. Hier brauchen wir auch, also was wären das? Vergeltung. Also wir brauchen so oder so eine Gwyn-Glyphe. Und eine Glyphe der Verstärkung jeweils. Okay. Mal gucken, ob ich das herstellen kann. Kann ich das nicht herstellen bei ihm? Handwerk. Also, Gwyn-Glyphe haben wir. Brauchen eine Größe. Ich glaube, wir haben noch nicht das Skript, kann das sein? Doch. Blech. Gut, dann lasst uns hier mal ein bisschen basteln. Weil das hätte ich schon noch gerne. Man muss jetzt sagen, es gibt tatsächlich hier im Finale gar... Ich stelle einfach mal alles her. Ah ne, kostet ja auch Geld. Hey. Das soll's. Brauchen sie am Ende eh alles groß. So. Und Verstärkung. Haha. Toll. Glyphe der Verstärkung. Kleine. Ja gut. Uns geht langsam aber sicher das Geld aus. Bis dann. Es ist problematisch tatsächlich. Deswegen machen wir jetzt ein paar Fragezeichen. Ich meine, wo soll man jetzt noch groß Geld hernehmen? Also wirklich, das DLC kostet einen sehr viel Geld. Und zwar Ingame-Geld mit dem ganzen Runenschmied. Dafür können wir jetzt halt auch ziemlich coole Sachen machen. Nur gut. Schauen wir uns mal hier ein wenig um. Und ich muss auf jeden Fall sagen... Boah, und hier direkt wieder auch Blick bis nach Novigrad hinten. Bogendorf nennt sich das hier. Ich muss ehrlich sagen, ich bin mit Hearts of Stone super zufrieden. Genauso wie ich es Erinnerung hatte. Die Bauernhochzeit war sogar lustiger. Die Bosse waren sogar schlimmer und schwerer. So soll es sein. Gut, wir spielen es auch auf Todesmarsch. Als ich. Ist da hinten eine Erscheinung? Oder war das ein Bug? Sah gerade so aus, als huscht da irgendeine Mittagserscheinung rum. Ja, auch nichts Neues. Ah, okay. Anscheinend nicht. Besser ist das. Ja, und ich muss auch einfach sagen, dieses. Ich hatte es gar nicht mehr so in Erinnerung, aber wenn ich sagen müsste, was ist so das Theme von dem Game, würde ich schon sagen, dass das Spiel so einen Horror hat. Also Hearts of Stone jetzt in dem Fall hat so ein gewisses Horrorelement. Jägerhütte. Hier war ich auch noch nicht. Oh, ein Bär. Boah. Boah, und ich krieg direkt Quittung. Was ist denn hier los? Ja moin. Eieiei, ich glaube, ich habe mich auch nicht mehr groß geheilt seit dem Bosskampf. Und da sind wir auch, sage ich mal, nicht so unverletzt rausgekommen. Ah, gut, okay. Warte nochmal. Ja, was war denn da los? Na, guck mal, hier ist auch alles aufgebraucht. Habe ich wenigstens noch. Wie kriechen die? Ah. So geht's. Los, los.
Es hat so einen gewissen Horror-Vibe, gerade jetzt auch nochmal mit dem Von Everick-Anwesen, mit dem Pedell, mit dem Geist, mit diesem ganz kleinen Jumpscare. Ich meine, ich habe mich jetzt nicht groß erschrocken, aber ich bin mir sicher, da kann man sich mal schnell erschrecken, vor allem wenn einen diese Atmosphäre noch mehr einnimmt. Dieses verfallene alte Haus, das hatte schon ein bisschen was. Und dann natürlich auch generell alles ein bisschen gruselig. Es geht um Unsterblichkeit, Gefühlslosigkeit, um Familiendrama. Und dann gibt es halt auch diese super schöne Quest mit der Bauernhochzeit, die super lustig ist, dem Macho Wladimir, den man irgendwie dann doch ins Herz geschlossen hat. Also ich kann überhaupt nichts sagen. Die einzige Quest, die mir ein bisschen jetzt blass in Erinnerung geblieben ist, aber das muss ich sagen, war auch schon beim ersten Playthrough so, war wirklich das ganze Gedöns von Maximilian Borsedis Haus. Da war zwar die Auktionshaus-Quest super cool, weil man einerseits die coole Brille vom Professor schießen kann, die ich auch schon die ganze Zeit anhab. Ich glaube, die ziehe ich auch nicht mehr aus. Und ja, andererseits war die Quest halt cool, weil man auch nochmal mit Wesemirs alter Weggefährtin einen coolen Dialog haben kann. Wimme Vivaldi, nice. Aber alles, was dann so um den eigentlichen Raub und um den Bruder von Horst Borsedi geht, das finde ich nicht so interessant irgendwie. War jetzt auch nicht ein bisschen zu kurz geraten vielleicht. Aber wie gesagt, es kann ja nicht alles perfekt sein und das soll es auch nicht. So. Haben wir hier noch was? Oh, ich bin schon wieder zu schwer. Ja, das wird dann auch irgendwann die Sache, wenn wir die ganzen Fragezeichen machen. Da bist du natürlich nach 3,5 Fragezeichen auch ganz schnell wieder überladen. Laufplätze! Also. Zum nächsten Fragezeichen. Ich schätze mal, wir kriegen es heute noch hin, wenn ich mich ranhalte, zumindest mit Shani zu sprechen. Das heißt, in der nächsten Folge haben wir dann auch wirklich das Finale beim Tempel von Lilvani. Den habe ich noch gut in Erinnerung und das Ende hat es auch in sich. Boah. Und auch hier gibt es mehrere Möglichkeiten, wie auch schon in der Hauptgeschichte, quasi das Spiel zu spielen oder das Spiel zu beenden. Tatsächlich ist es aber so, dass hier nicht Entscheidungen, die wir bisher jetzt getroffen haben, zählen, sondern eigentlich nur eine wesentliche Entscheidung, die dann auch in der letzten Quest relativ offensichtlich ist. Und die entscheidet dann zwischen, ich sag's jetzt mal, zwei groben Enden, einem besseren, einem schlechteren. Also Hearts of Stone ist zumindest, was das anbetrifft, nicht so kompliziert oder umfangreich wie das Hauptspiel. In Blood and Wine sieht's da aber wieder ein bisschen anders aus. So. Wir müssten mal einen Gorgo finden. Wir brauchen doch für diesen einen Trank immer noch den Gorgo-Magen, den... Keine Ahnung. Lass mich raten, da kommt jetzt noch einer raus, wenn ich es anzünde. Hier auf. Sie graben sich raus. Ist doch immer so. Ja. Boah! Dem haben die übel mitgespielt. Er ist hier direkt in die Bombe gelaufen. Krass, wie viele Erfahrungspunkte das gibt. Das waren jetzt 50 für ein einziges Fragezeichen. Gut, die Monsternester, muss man sagen, sind noch so mit die wichtigsten Fragezeichen vom Loot. Und es gibt auch ein Achievement, wenn man alle Fragezeichen aufdeckt und löst in dem Game. Es gibt aber ein Achievement, wenn man alle Monsternester in Velen, Skellige und Novigrad beseitigt. Also da haben die Monsternester anscheinend eine generell höhere Stellung als beispielsweise bewachte Schätze oder was haben wir eigentlich noch? Was gibt's denn noch so an Fragezeichen? Bewachte Schätze, Monsternester. Schon lange keine Fragezeichen mehr gelöst. Schatz suchen. Ist auch noch. Gut, die sind immer so ein bisschen dann... Der Schatz liegt dann halt 50 Meter weiter weg vom Fragezeichen. In den meisten Fällen, ja, sicherlich auch. Ach nein. I don't like. Oh, Banditen sind aber auch einfach blöd. Die sind echt stark hier in Hearts of Stone.
Hauptspiel haben wir die doch weggemacht, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber das ist halt auch immer, wenn du drei, die sind halt ja auch super eklig zusammengesetzt. Du hast zwei Bogenschützen. Oh nee. Oh ja, aber scheiße gespeichert. Ja, manchmal ist der Autosave in einem Game, also ich will mich nicht beschweren. Die Necker tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Aber manchmal geht's in die Hose, gerade bei den Fragezeichen. So, gut. Ja, Banditen, genau, Banditenlager, das ist noch ein Hauptpunkt. Die Monsternester sind halt auch super wertvoll, gerade dann für Alchemie und eben auch fortgeschrittene Herstellung von allen möglichen Rüstungen. Gerade die meisterlich gefertigten Sachen, die sind halt super schnell. Werden die ein Problem, wenn man nicht die nötigen... Ja. Erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Was? Schnell das. Hat das gesagt? Hat das Geralt gesagt oder war das eine andere Stimme? Oder hat Geralt seine Stimme ein bisschen verstellt? Das hat sich gerade sehr nicht nach Geralt angehört. Oh, ich habe ja auch gar nichts mehr, fällt mir gerade auf. Ich sollte mal wieder meditieren. Oh. Oh. Oh, nur im Rückwärtsgang. Schön. Wie zäh seid ihr? Also Banditen sind ja echt. Und der Hammer ist sowieso schwierig. Hammer, Schild und dann noch Bogenschützen, das ist die schlimmste Kombi. Und da müssen es nicht mal viele sein. Da reichen zwei unglückliche Schläge. Ah. Alter, was ist mit dem Schwert los? Warum ist das so gelb auf einmal? Verlieren wir die Nerven. Alter, diese Sounds auch. Im Schwert stimmt doch auch irgendwas nicht. Gericht des Quartiermeisters? Okay, lass ich mal wieder eingeblendet. Gut. Ja, und das ist sehr viel... Ja. Das Coole ist halt auch bei so manchen Banditenlagern, dass man hier ganz gut so Schemata einsackt. Wie gesagt, auch für so alchemistische Sachen fehlen mir noch ein, zwei Schemata, die wahrscheinlich irgendwo bei Fragezeichen liegen müssen. Anders kann ich es mir gar nicht erklären. Ja, ich glaube, das Drakonidenöl oder so, das haben wir bis jetzt noch nicht auf irgendeiner nennenswerten Stufe. Na komm, Blitze. Gut. Oh, und jetzt haben wir auch eine schöne Sicht von Novigrad von hinten. Die hat man ja nicht so oft. Ist hier nicht sogar die Familiengruft gewesen von den von Everex? Und
Man hört sogar die Glocken. Novigrad wahrscheinlich. Das sieht nach einem weiteren Monsternest aus, oder? Hier so versteckt. Erwachter Oh, was bist denn du? Alter! Auch schon lange nicht mehr gesehen, so ein Geldgebub. Okay. Mal kurz gucke. Ja. Yeah. Goldener Perol, Insektoidenöl. Haben wir das zweimal? Steht auch keiner. So. Gut. So, mit dem Verkäufer, vielleicht haben wir auch mittlerweile wieder ein bisschen was für eine weise Möwe oder so. Oh ja. Ah, guck mal. Es fehlt hier noch Rebis. Ja gut, Rebis kann ich herstellen, aber dann habe ich wahrscheinlich wieder... Ah, den kann ich doch nicht. Müssen wir dann auch noch mal zu einem Kräuterkundler. Oder ich pflück hier mal was. Aber ob ich das jetzt hier finde? Uns in ertrunkene Monsterlager. Oh. Und hier ist auch ein Boot. Perfekt, dann kann ich hier rüber segeln. Oh. Was ist das? So ein Golem? Ich hätte gedacht, das gehört hier zu den Ertrunkenen. Aber, oh, ehrlich gesagt... Jetzt habe ich halt schon mal Lust, gell? Die ganzen Fragezeichen hier zu machen. Gerade die Novigrader, die sind dann schon immer mal ziemlich interessant. Ja, das... Klar, alle Fragezeichen auf einmal, da sitzt du wahrscheinlich 20 Stunden dran, keine Ahnung. Also kurz ist das nicht, die Aktion. Wir haben halt so wenig Geld mittlerweile. Das Spiel hat uns so die Taschen leer gemacht. So, was brauchen wir denn hier? Ist das Konstrukt oder Reliktöl? Ich sag mal Konstruktöl. Eventuell helfen Demeritium-Bomben. Ich weiß nicht, ob das Ding zaubern kann. Sieht zwar nicht danach aus, aber jetzt sind wir schon auf der... Boah. Zeig mir, was du zu bieten hast. Und hier ist auch eine Illusion. So. Ja, man sieht auch auf der Minimap, hier ist ein Gang eingezeichnet. Aber du droppst gar nichts? Okay. Das hätte ich nicht gedacht. Sonst so? Ist hier schon eine kleine Truhe? Ja, hier ist doch ein bisschen was. Oh, überlegenes Katzenstahlschwert. Schau mal an. Das ist halt auch immer der Vorteil bei vielen Fragezeichen. Lauert dann doch auch mal hier, wenn man nicht spezifisch danach sucht, lauert dann doch auch mal hier diese ganzen Katzenschulen, Drachenschule. Ach, Drachenschule wäre cool. Warum gibt es eigentlich keine Drachenschule? Keine Ahnung. Aber diese ganzen Hexerschulen-Sachen. Wir haben ja extra für Wolf, aber vor allem für Bärenschule alles gesammelt und auch hergestellt. Es ist leider auch ziemlich teuer, alles herzustellen.
Wenn man es nur darauf auslegt. Was haben wir denn hier? Sieht fast aus wie so ein Braukessel. Hä? Hier reingeraten. Aber jetzt nicht, dass es hier irgendwie einen krassen... Doch, da scheint noch was zu sein. Notizen eines Alchemisten. Jeder hatte eine Aufgabe. Eine. Er sollte die Beschwörung auf die Bänder schreiben, mit denen der Golem gemacht wird. Und was tut er? Er versaut es natürlich. Und nun haben wir keinen Wächter, sondern einen Mörder im Labor. Und ich frage noch, hast du die Beschwörung auch überprüft? Oh ja, natürlich. Bist du sicher? Todsicher? Und doch ist das Ergebnis ein anderes, wenn ich daran denke, dass ich meine Studenten daher dran lassen können, statt dieses Tölpels. Wir haben uns verbarrikadiert, aber es wird uns kriegen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Wenigstens kann ich das Grauen meiner letzten Momente mit Fistech mildern. Erstklassigen, was das angeht. Was hätten wir damit für ein Geld machen können? Wäre Jester nicht so ein erbärmlicher und mutmaßlich analphabetischer Idiot? Tja, ich schätze, meine Jahre waren ohnehin gezählt. Da ist ein schnelles Ende mit Schrecken doch besser als ein langsamer Tod im Hospital. Also dann war Weil grausame Welt. Okay. Und hier kriegen wir auch Glyphen. Ja. Glyphen und Runen, das ist halt auch... Und auch viele Alchemiezutaten, guck mal. Das ist halt der Vorteil, wenn man Fragezeichen macht. Da spart man sich halt auch viel Geld, aber es kostet auf der anderen Seite halt auch Zeit. Das alles zu sammeln. Jetzt bin ich schön überladen. I don't like it. Vielleicht schaffen wir Shani doch nicht mehr. Weil ich kann mich an die Shani Quest erinnern. Also, die Shani Quest ist jetzt quasi das Finale, aber es ist die optionale Möglichkeit, nochmal zu Shani zu gehen. Die dauert auch ein bisschen. Ja. Okay, Katze ist jetzt völlig verrückt. Und da oben sind ja noch mehr. Krabbspinnen oder was? Endriagen. Die halten aber nicht viel aus. Boah, zwei Schläge. Bombenplötze. Beziehungsweise haben wir denn noch hier ein Fragezeichen? Nee, oder? Dann segeln wir doch direkt mal rüber mit dem Boot, was da unten irgendwo stand. Ich trinke mal so langweise Möwe, sonst sehen wir hier nichts mehr. Oder weißer Honig. Stimmt, weiße Möwe ist ja Zutat, die wir die ganze Zeit herstellen. Und natürlich ist das Boot auch noch bewacht. Ja, nur schwimmen wird jetzt ein bisschen lästig mit, ja, überfüllt. Und hier ist sogar ein Schnellreisepunkt. Ja. Hätten wir den mal früher freigeschaltet, würde ich sagen. Boah, aber hier. War das nicht sogar hier? Nee, das war ein bisschen weiter hinten, der Strand. Wo wir dann gestrandet sind mit den Ophiri und diesen Magier, von denen vermöbelt haben. Und jetzt nicht drauf gehen wegen ein paar. Aber die sind schwach. Die sind ein Hieb. Krass, oder? Also wie unterschiedlich nur vom Leben her die Gegner sind. Manche, die sind halt jetzt wahrscheinlich relativ schwach. Und andere, wie jetzt zum Beispiel die ganzen Banditen, die in dem Hearts of Stone Gebiet sind, die sind halt übelst tanky. Wenn wir nach Wählen irgendwelche Banditen vermöbeln, die haben wir wahrscheinlich auch mit ein, zwei Hieben weg. Und so unterscheidet sich das. Oh, und hier? Oh, ich kann die Kamera gar nicht so weit nach oben stellen. Schon krass, gell? Auf welchem Fels diese Tempelinsel da droht. Aber deswegen heißt sie wahrscheinlich auch Tempelinsel. Weil sie eben auf so einem eigenen Felsblock nochmal gebaut wurde. Ja, also wenn du hier runterfällst, hast du Spaß. Ich glaube, hier hinten wurden wir rausgeworfen, oder? Da bei dem Leuchtturm irgendwo. Das ist nicht der Leuchtturm, an dem wir mit Triss waren. Das ist ein anderer. Der war südlich irgendwo. Südwestlich von Novigrad. Gut, ist hier eigentlich noch ein Fragezeichen oder so? Hier war doch noch eins, meinte ich. Ja, das würde ich bei der Gelegenheit dann auch einfach mal mitnehmen. Hier sind noch ein paar, klar, hier. Weiß gehabt, dass auch alles dazugehört. Also allein dieses kleine Gebiet, da kann man schon Stunden verbringen. Und Fragezeichen sammeln, da habe ich auch ehrlich gesagt aktuell viel Lust drauf.
Aber das, schätze ich mal, macht am meisten Sinn, im Stream mal abzuhaken oder wirklich mal einen längeren 6, 7, 8 Stunden Stream, 10 Stunden, 12 Stunden Stream, ich weiß gar nicht wie lange, dem man wirklich nichts anderes tut, als die ganzen Fragezeichen in Weel, Novigrad und Skellige zu sammeln, beziehungsweise eventuell sogar dann in Tussor. Also entweder machen wir es, wenn wir schon mit Blood and Wine angefangen haben oder da irgendwo dann kurz vorm Ende sind oder auch nicht. Aber Tussor ist halt auch nochmal eine eigene Map. Wo bin ich denn jetzt hingesegelt? Das ist aber das Schiff, oder? Von denen. Das steht hier immer noch. Ich habe gedacht, hier wäre der Schatz drin. Und ich glaube, das ist der Leuchtturm, wo wir mit Triss waren. Der da. Auch nicht schlecht. Ja, hier müssten wir gestrandet gewesen sein. Stark. Das bleibt sogar hier dann in der Open World. Coole Details. Ich wollte euch auch noch ein Detail zeigen. Das hätte ich eigentlich noch im Hauptspiel machen müssen. Nämlich die eine, die diesen Berserker-Angriff in Skellige geleitet hat, bei dem ja fast alle möglichen Thronfolger gestorben sind. Ihre Leiche findet man angekettet an einem Felsblock. Quasi, um nochmal zu bestätigen, dass sie bestraft wurde nach Skelliger Brauch. I don't like. Warum falten ihr nicht um? Warum tankt ihr so viel? Ich sollte vor allem mal Schwertwall nehmen. Vielleicht machen wir ein paar Fragezeichen auch nochmal vor. Und hier ist ganz viel Kreuzdorn. Den haben wir damals sammeln müssen, ganz am Anfang. Oder ist das Kreuzdorn? Müsste, oder? Damals, als wir noch in Weißgarten waren, für die Kräuterkundlerin, um den Köder für den... nicht für die Kräuterkundlerin, aber um den Greifen anzulocken. Ich glaube, das war mal so die Idee. So. Wo ist denn jetzt der Schatz? Guck mal. Cool. Ja, dann nochmal zu diesem Leuchtturm. Würde mich wundern, wenn da auch nicht noch ein Wegweiser oder sowas steht. Apropos, es gibt auch ein Achievement für alle Wegweiser. Wenn man alle Wegweiser in dem Spiel aufgedeckt hat, manche kann man ja durch gekaufte Karten bekommen, andere wiederum muss man finden. Bei manchen kommt man gefühlt auch nur durch eine Quest hin. Dahin der gute Leuchtturm. Schöne Erinnerung. Generell hier ist es ja super sweet auf dem Wasser. Auch da hinten weit die Berge. Klar, das ist dann keine Open World mehr, aber es ist schon, hat schon was so Novigrad gegen nicht nur die Stadt selbst, sondern auch so alles drumherum im engen Kreis. Mag ich eigentlich sehr. Ist eines meiner Lieblingsgebiete in dem Spiel. Aber ich kann euch schon mal sagen, werden ja dann wahrscheinlich in den nächsten 3-4 Folgen spätestens, wenn ich nicht noch mehr trödel, mit Blood and Wine anfangen und dann ins wunderschöne Tussor eintreten. Eine Welt, die wir bisher noch gar nicht gesehen haben. Und hier ist sogar eine verlassene Stätte. Und da kann ich euch auch sagen, das wird's... steig aus. Das wird's auch in sich haben. Guck mal. Kranichskap. Boah. Das ist ein Wasservibe. Boah, wie es aussieht. Boah, zu viel. Ja, das sind auch diese... Machen wir anders. Danke. Ja, lass mich raten, es hat da gespeichert beim Schatz irgendwo vor 10 Stunden. Ja. Die kleinen Gegner unterschätzt man. Und ich sage euch, das Schwerste an Todesmarsch sind wahrscheinlich echt die Fragezeichen. Ja, es hat nicht mal... hat's schlecht gespeichert. Autospeichern in dem Spiel ist so eine Sache für sich. Eigentlich okay, aber es speichert in... Man kann es...
kleinste Speicherzeit sind immer 3 Minuten. Und wenn dann innerhalb der 3 Minuten irgendwie eine Szene ist, in der man dann nicht, der der Autospeicher nicht setzt, weil Kampf oder irgendwas, Story, dann sind es dann halt auch mal schnell mehr. Und ihr Esel, warum baue ich 3 Schüsse für euch? Dreh ab. 4. Halleluja. Armbrust ist nicht besonders effektiv durch das Nachladen. Ah. Also Fragezeichen unterschätzt man. Gut. Ja, und zählt man schon wieder. Jetzt sind wir ja fast 35, 36 Minuten in der Folge. Und wir haben echt... schon viel Blut am Arsch. Echt nur ein paar, also wie viel waren es? Es waren noch keine 10 Fragezeichen. Ihr könnt euch dann vorstellen, wie lange das vor allem bei Skelly gedauert. Da wird es dann halt auch echt bodenlos. Und den setze ich jetzt mal hier hin. Eigentlich könnte man auch noch mal in dem Schiffswrack gucken, aber ich will es jetzt auch nicht übertreiben. Wir wollen ja noch mal zu Shani in der Folge. Oh, beziehungsweise leerer Stall müssen wir erst machen. Ich glaube, wir kommen heute nicht mehr zu Shani. Eieiei. Außer wir machen eine längere Folge. Aber ich glaube, die letzte, die ging schon wieder fast 2 Stunden, weil ich da so lange gefailt habe bei diesen Olgiert-Dingern. Aber okay, das war auch ein Brocken. Also, die Quest macht das mal auf Todesmarsch und so wie ich es gemacht habe fürs Achievement. Alle gleichzeitig aktivieren, keinen vorher groß angreifen und dann gegen 6 von den Viechern. Dann wisst ihr, was Sache ist. So, ich muss mich um das Ding kümmern. Erstmal Ruhe. Oh, völlig daneben geschmissen. Erstmal so. Feuer war ja auch gegen die Olgi jetzt. Boah. Alter, wie zäh. War ja auch gegen die Olgi jetzt nicht die schlechteste Idee. Dass ich das überhaupt rausgefunden habe, das war super zufällig. Sonst hätte ich es, glaube ich, gar nicht hinbekommen. Das war ein krasser Boss. Wenn man sich das Leben natürlich so schwer macht wie ich. Sonst geht er auch etwas besser. Und selbst dann ist er nicht so ohne, muss man schon sagen. Sagen einer der schwersten Bosse im Game. Kröte war auch nicht ohne, aber die Kröte habe ich relativ easy wegmachen können. Die hatte ich schwerer in Erinnerung. Weiß ich noch, als das DLC neu war, da haben einige dann auch so ein bisschen gelästert nach dem Motto, hier die Kröte, der Anfangsboss von Hearts of Stone, ist schwieriger als Eredin, der Hauptboss vom Main Game. Ja, würde ich nicht ganz so sagen. Ich finde, Eredin ist auch im Main Game nicht unbedingt der stärkste Boss. Ich finde, der Imlarit und Karantir deutlich knackiger. Und vielleicht sogar nochmal einige Monster, die echt nicht ohne waren. Aber ja, das stimmt schon. Der Hauptboss ist jetzt nicht die größte Problematik in The Witcher 3 Wild Hunt. Das kann man schon sagen. Aber irgendwo... Am Ende zieht sich das Spiel halt auch ein bisschen und da ist man vielleicht auch froh, nicht nur irgendwie eine Stunde mit dem Hauptboss zu hängen. Selbst auf dem schwierigsten Grad klappt das relativ gut. Aber ja, persönliche Präferenz. So. Sei gegrüßt. Ich würde mir gern. Oh Gott, der hat ja absolut gar kein Geld. Ich habe auch kein Geld. Perfekt. Willkommen im Club. Kann ich hier irgendwas verkaufen? So das Gefühl, da kriege ich woanders mehr Geld.
Leb wohl. Gut, dann ein leerer Stall. Zuvor würde ich aber unsere Beute nochmal verhökern. Einerseits, damit wir uns wieder frei bewegen können. Andererseits, damit ein bisschen Geld reinkommt. Eventuell ja dann auch mal, um hier die Runensachen zu machen. Aber das mache ich vielleicht in der nächsten Folge. Dann machen wir da noch ein paar Fragezeichen. Oder wir machen vielleicht noch eine Folge mit Fragezeichen und Shani. Und noch eine dann mit nur Finale. Dann hätten wir noch mit der hier zusammen drei Folgen. Dann können wir vielleicht doch den ganzen Ochsenfurter Novigrader Fragezeichenwald mitnehmen. Und eventuell haben wir dann auch die ganzen Runensachen. Aber die Armbrust, das sehe ich jetzt erst. Die sieht ja super cool aus. Tanzen auf den Galgen. Das geht zu weit. Lang lebe Radio. Ich find's ganz ein Kunde mit Verstand. Wir werden so Leute in die Richter sagen. Man kann den Tod fürchten oder ihm ins Gesicht lachen. Ich bevorzuge letztes. Wir gehen nochmal zu Wimme Vivaldi. Mal Geld umtauschen. Vor allem, der hat immer viel Geld. Ah, gut. Seitdem ich ihn einmal leer gekauft hat, hat er Sparration angekündigt. Ja, guck mal, der gibt einem 500. Der andere hätte mir jetzt gerade mal 200 gegeben für die Dinger. War kein Geld mehr, moin. Kann ich irgendwas bei dir eigentlich kaufen? Ist ein Schema oder so? Naja, scheiß leer gekauft. Bis dann. Gut, dann nochmal zum Kräuterkundler hier. Ah, jetzt bin ich sogar noch zu schwer. Oh. Was haben wir hier noch für Händler eigentlich? Den hier kenne ich auch gar nicht. Ah, der sieht nicht nach viel Geld aus. Kauft denn der Teppiche? Was? Bücher. Aber der hat tridanischen Schnaps. Ha. Ja moin. Das Wichtigste ist, das muss ich mir merken. Und dem kann ich das Zeug hier nicht mehr andrehen. Ha. Nicht schlecht. Aber auch die Scheide vor dem ophirischen Säbel, dieses Grün, das fällt mir jetzt erst auf. Nein, dass das Zeug nicht schlecht aussieht, war mir schon klar, aber... Letzte Möglichkeit, üble Bücher rauszurücken. Vor allem Grimoires und das viele... Was kann... Ich brauche natürlich. Ach nein, Kredit. Egal, nehmen wir auf. Ich würde... Da bist du hier. Oh. Ja, ja. Gefällt mir. Kann ich noch meinen Plunder verkaufen? Nochmal beim Runenschmied. Ah, da müssen wir hier hin, in die Richtung. Ein Kunde mit Verstand wird sofort sehen, dass ich die besten Angebote auf dieser Seite des Ponta habe. Diese Armee auf der anderen. Was? So, wer brauche? Was brauchen wir? Büffelgras, oder? Also was Körnerartiges. Kann ich mal kurz gucken. Rebis. Mutterkornsamen. Hat er aber auch nicht. Doof gelaufen. Äther haben wir nicht. Und hier Rebis. So, Rebis oder Äther. Beides nicht herstellen. Brauchen beides gleich auch noch. Bis dann. Gut. Dann lasst uns mal die Quest machen. Ein leerer Stall. Sogar so eine Ausrufezeichen-Quest. Oder erst nochmal zum Brunnenschmied. Wir hatten noch Geld. Nee, ich gehe nach Krenfels. Komm, wir gehen mal nach Krenfels wieder. Ewig schon nicht mehr gewesen. Zu unserem meisterhaften Rüstungsschmied. Oder besser gesagt Schmieden. Ah, es hat sich gefangen. Okay. All good, Freunde. Ich habe nichts gesagt. Ja. Manchmal gibt's das. Spiel crasht leider seit dem Next-Gen-Update und den ein oder anderen Patches ein bisschen häufig. Was kann ich für dich tun? Kann aber auch generell dran liegen, dass ich aufnehme noch nebenbei.
So, haben die Geld? Ja, da werde ich auch was los. Natürlich nur die unwichtigen Sachen. Warum habe ich... Achso, stimmt, ich habe ja die ganzen ophirischen Dinger an. Klar. So. Die Frage ist, bezahlen die überhaupt gut? 75. Oh, was verkaufe ich denn hier? Oh, die haben gar keine guten Preise. Jetzt ist es verschleudert. Aber der andere hat halt kein Geld mehr. Was haben die eigentlich hier so im Angebot? Schemata haben die aber auch. Die haben aber auch redanischen Schnaps. Saft. Ne, es ist nur Saft. Hat aber das gleiche Icon irgendwie. Okay. Leb wohl. Gut. Also, ein leerer Stall. Aber die bezahlen gar nicht gut. Also dieser Novigrader Schmied, der bezahlt auf jeden Fall immer gut. Da gehen auch viele immer hin gerne. Das hat auch einen Grund. Also, zum Abschluss der heutigen Folge lösen wir diese Quest. Ist ziemlich lustig. Also, die ganzen Gänse wurden gestohlen von einem Wolf, hat uns die alte Frau gesagt. Dann gehen wir doch mal auf Spurensuche. Wolfsspuren, in der Tat. Aber da stimmt doch was nicht. Aber Geralt hat schon einen Braten gerochen. Kleine Fußabdrücke. Interessant. Nun, aus den Wolfsspuren werden Fußspuren eines Menschen. Handelt es sich hier um einen Werwolf, der sich zurückmutiert hat? Oder doch nicht? Vorsicht, Peter! Er hat ein Schwert! Ein Soldat! Der kriegt uns nicht lebend! Ich tue euch nichts. Was machst du denn hier? Hat dich der Hauptmann mit dem schwarzen Schnurrbart geschickt? Ich weiß nichts von einem Hauptmann. Ich bin den Spuren der hühnerklauenden Monster nachgegangen. So eine Aufregung wegen ein paar dürren Hühnern. Die alte Dame mochte sie sowieso nicht besonders. Sie hat sie immer angeschrien. Und sie sieht wie eine Hexe aus. Was macht ihr im Wald? Wo sind eure Eltern? Die Soldaten haben sie gefangen. Wir sind über den Fluss. Da haben sie uns entdeckt. Wir sind gerannt. Aber Mama und Papa hatten das Gepäck. Sie haben gesagt, wir sollen fliehen. Und seitdem lebt ihr alleine im Wald? Na klar. Wir finden viele Sachen und klauen ein paar. Wir kommen irgendwie zurecht. Woher kommen die Wolfsspuren? Papa hat mal einen Wolf erlegt und wir haben alle eine Glückspfote gekriegt. Die haben wir uns an die Schuhe gebunden. Denn Wölfe stehlen ja Hühner, nicht? Schon, aber normalerweise nicht einzeln. Ihr überlebt, indem ihr von anderem klaut. Das kann nicht gut gehen. Ihr solltet jemanden um Hilfe bitten. Wer würde uns denn helfen oder uns aufnehmen? Sobald wir alle Hühner haben, gehen wir tief in den Wald. Peter sagt, dass wir jagen, Tierfelle tragen und ein Zelt aus Blättern machen. Und nie erwachsen werden. Das ist noch der wahrscheinlichste Teil. Viel Glück dann. Und passt auf euch auf. Okay. Ein leerer Stall. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Also, es ist kein Wolf, sondern eine Bande kleiner und leider auch verwaister Kinder. Ein Priester hat es leicht. Hier ist auch irgendwo eine Falltür. Hier? Könnte hier irgendwie noch was Interessantes sein? Ja, noch irgendwie weiter. Interessant. Nein, geht es nicht. Und es gibt auch noch ein Achievement. Murder. Ja. Also Mu
dann Erder. Was könnte das bedeuten? Tatsächlich gibt es ein Achievement, dass man 20 Kühe hier töten soll. Auch dieses Achievement ist mit Hearts of Stone neu reingekommen. Also man soll insgesamt 20 Kühe töten, was ich jetzt nicht so cool finde, weil das so, naja, unschuldige Lebewesen sind. Und nicht nur, weil es unschuldige Lebewesen sind, sondern auch, weil sie in dem Spiel ja wirklich, ja, man mit denen nicht viel zu tun hat. Es gibt aber dieses Achievement und ich weiß nicht, was dann kommt. Deswegen würde ich das vielleicht mal in der nächsten Folge auch probieren, wenn wir es nebenbei hinkriegen. So viele Kühe habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Was gibt's? Ich habe ein paar Kinder im Wald gefunden. Die hatten deine Hühner gestohlen. Ah, Kinder, wie? Und? Sind sie auch auf Wölfen geritten? Das sind keine Wölfe. Die Kinder sind nur klug. Wenn sie ein Gramm Verstand haben, bleiben sie jetzt weg von meinem Hühnerstall. Nimm sie doch bei dir auf. Dann beklauen sie dich nicht. Ja, aber dann muss ich sie ja durchfüttern. Davon habe ich nichts. Aber, tja, ich denk mal drüber nach. Und damit haben wir die Quest abgeschlossen. Das Schöne an der Quest ist, ich werde jetzt mal meditieren kurz. Ich glaube, sie nimmt sie auch bei sich auf. Es gibt hier also noch mal ein kleines Happy End, wenn man drauf achtet. Meditiere mal so knapp 2 Tage. Und noch sehe ich keine Kinder hier. Hast du dir am Kopf wehgetan? Gut, habe ich zu viel versprochen? Wahrscheinlich. Come on, Happy End für die Folge. Weiß ich wahr sein hier. Okay. Aber ich behalte das nochmal im Auge. Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann liken und kommentieren nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und machen noch einige Fragezeichen und dann geht's zum Ende von der ersten Expansion Hearts of Stone. Also, bis dahin, ciao.